Frau Präsidentin, verehrte Gäste, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag steht unter dem Motto Mehr Demokratie wagen, Geld sparen. Der Herr Zimmer ist heute gut aufgelegt. Wir haben also einen Änderungsantrag eingebracht vom saarländischen Neuregelungsgesetz, Neugliederungsgesetz von 1974. Damals hat es im Saarland eine ziemlich große Veränderung gegeben. Aus rund 250 Gemeinden wurden zuerst 50 gemacht, später nochmal zwei dazu genommen, also 52 sind es jetzt, und aus den Landkreisen ist ein Landkreis verschwunden, also aus zwei ist einer gemacht worden, der Landkreis St. Ingbert und der Landkreis Homburg sind zum Saar-Pfalz-Kreis zusammengelegt worden. In der Diskussion gab es auch andere Vorschläge, so hat zum Beispiel damals der SPD-Politiker und spätere langjährige Innenminister Lepple drei Landkreise vorgeschlagen, aber es ging von einem Landkreis bis zu alle erhalten. Insgesamt muss man sagen, dass bei diesem Gesetz so ziemlich alles falsch gemacht worden ist, was man falsch machen kann. Man hat zuerst einmal geglaubt, dass je größer, umso besser ist. Das war das eine. Und das zweite, man hat geglaubt, es muss alles einheitlich sein. Und das dritte, man hat geglaubt, es muss alles gleichzeitig eingeführt werden. Das ist natürlich, wenn man ein Gesetz macht, immer bequemer, gleichzeitig zu machen. Dann hat man nachher keine Sorge mehr, meint man. Aber dem ist in der Praxis nicht so. Die Folge oder eine Folge dieses Gesetzes war natürlich auch ein gewaltiger Demokratieverlust, weil vorher die selbstständigen Gemeinden, die wurden zu Orten degradiert und die Bürgermeister zu Ortsvorstehern und so weiter. Auf der anderen Seite haben wir die Situation, dass im Augenblick jetzt alle Städte und Gemeinden im Saarland hoch verschuldet sind. Das ist natürlich nicht nur diesem Umstand zu verdanken, sondern da spielen auch andere Dinge eine Rolle, die ich jetzt nicht aufzählen will. Aber auch diese Gebiets- und Verwaltungsreform hat dazu beigetragen. Deshalb sind wir jetzt in der Lage, dass wir in der misslichen Lage, dass unsere Städte und Gemeinden Geld fordern müssen. Das Land hat keins, vom Bund Geld fordern müssen. Und die AfD hat ja schon seit einiger Zeit klargemacht, dass da mindestens 3 Milliarden fließen müssen für Städte und Gemeinden. Und da dürfen wir den Bund auch nicht aus der Verantwortung entlassen, nämlich die Gleichheit der Lebensverhältnisse, die sind ja im Grundgesetz garantiert. So, und wir gehören ja zur Bundesrepublik Deutschland und deshalb ist das nicht der Willkür irgendeines Politikers, kann das nicht anheimgestellt sein, sondern das ist ein Recht, was wir haben, und wir fordern dieses Recht ein. Insofern sind wir auch keine Bittsteller und wir haben das Recht zu verlangen, dass uns geholfen wird. Ich denke auch nur daran, dass das Saarland ja nicht immer nehmendes Land war, sondern auch gebendes Land war, und die Länder, die heute ihr politisches Gewicht in der Bundesrepublik Deutschland auf ihrem Wohlstand gründen möchten, die waren damals nehmende Länder und haben von uns Geld bekommen, zum Beispiel Bayern. So, natürlich müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen. Wir können nicht auf der einen Seite sagen, wir brauchen Geld, und man hat aber den Eindruck, die geben das Geld, so wie sie es kriegen, auch aus. Und das heißt also, wir müssen überall sehen, wo wir vernünftig sparen können. Und eine Möglichkeit, mehr Demokratie zu bringen, aber auch gleichzeitig Geld zu sparen, ist der Vorschlag, den wir hier unterbreitet haben. Und zwar sind wir dafür, dass diese Zwischenverwaltungsschiene Landkreise beseitigt wird und in einer Übergangszeit halt eben noch ein Landkreis übrig bleibt. Und das ist der Landkreis Saarland, also Regionalverband Saarland. So, die Folge davon wäre logischerweise, dass es eine kreisfreie Stadt Saarbrücken gibt. Das ist sowieso ein Unikum, dass eine Stadt von fast 200.000 Einwohnern
in Deutschland nicht kreisfrei ist. Unsere kleine Nachbarstadt Zweibrücken, die ist es. So, also da wäre es an der Zeit, dass Saarbrücken kreisfrei dann wäre. Das sollte natürlich nicht das Ende der Geschichte sein. Ich habe ja am Anfang schon gesagt, ein Fehler, den man machen kann, ist, dass man alles gleichzeitig und gleichmäßig macht. Probleme, die in Homburg auftauchen, muss man ja nicht in Großrosseln lösen. Und man muss die auch nicht heute lösen, wenn sie in 2 Jahren auftauchen oder in 5 Jahren. Aber das wäre der Anfang. Es könnte dann so kommen, dass zum Beispiel andere große Städte im Saarland, wie zum Beispiel Neunkirchen oder Völklingen oder Saarlouis oder Homburg und so weiter, auch auf die Idee kommen, dass sie im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, nämlich jeder soll das selber machen, was er selber machen kann und soll auch das Recht haben, das zu machen, was er selber machen kann, im Sinne dieses Subsidiaritätsgrundsatzes sollten dann die Städte die Möglichkeit haben, aus diesem Regionalverband Saarland auszuscheren. Und das könnte am Schluss dann so sein, dass wir vielleicht überhaupt gar keinen solchen Verband mehr brauchen. Und Sie werden sich natürlich fragen, was machen wir mit den übergreifenden Aufgaben im Saarland? Ja gut, da haben wir ja das Saarland als solches, als erstes Mal. Und zweitens kann man natürlich da auch Landesgesellschaften, die gibt es ja schon, oder Landesämter, die gibt es auch schon, mit solchen Aufgaben betrauen. Also das dürfte kein Problem sein. Da muss man nur den Mut haben und muss einmal anfangen. Und hier sage ich mal, also hinter vorgehaltener Hand, hört man ja von vielen, dass der Zustand, wie er jetzt ist, nicht haltbar ist auf Dauer. Und wenn auch hier öffentlich im Landtag davon man nichts wissen will, es gibt ja ein Gutachten von 751 Seiten, das irgendwo in der Schublade liegt, weil man sich nicht getraut, das rauszuholen, also schon seit längerem, wird ja davon gesprochen, man braucht so eine Reform, dann ist es aber schnell wieder eingepackt worden, weil man weiß, dass man seinen eigenen Parteifreunden damit auf die Füße treten muss. Weil die Verflechtungen sind ja sehr groß. Also wenn ich zum Beispiel die Landkreise einspare, dann muss ich ja auch die Landrätinnen und Landräte zuerst einmal einsparen. Und die sind ja nicht ganz unwichtige Parteifreunde. Und dann ist das zugegebenermaßen keine leichte Aufgabe. Aber ich denke, wir sollten den Mut haben und solche Aufgaben angehen und sollten einfach mal anfangen mit dem Vorschlag, den wir hier gemacht haben, und dann nachher sehen, wie es weitergeht. Dankeschön.